Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast Nummer 2015. Nächstes Game Gruppenphase 2. Wir haben ein PvP dieses Mal, weil das hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Mirror Game mit zweimal Protoss, einmal in Rot der Franzose beim Team Root Gaming, das ist DNS. Und der spielt gegen den kanadischen Protoss hier in Blau, das ist Trigger. Beim Team Super ist er. Ist noch nicht so lange unterwegs, ist auch verhältnismäßig jung, der ist gerade mal 20, DNS hingegen 26. Zum aktuellen Zeitpunkt. Und ja, Trigger auch ein bisschen als Caster unterwegs tatsächlich, was ich so gesehen habe. Hat 2021 ein bisschen gecastet. Wirklich aktiv spielen tut er seit 2020. Also seit 2 Jahren jetzt mehr oder weniger. Hingegen DNS ist seit 2013, glaube ich, schon unterwegs. Also deutlich länger. Deutlich längere StarCraft-Karriere, die da schon am Laufen hat. Ja, PvP, Mirror Game, und wir sehen, auf beiden Seiten wird erstmal die Natural zugewollt, nicht ganz an der Rampe, weil das hier ein bisschen uncool ist mit dem Platz, wie man sieht, weil die Rampe nicht direkt aufmacht in die Breite, sondern erst noch eben ein bisschen sich nach hinten zieht und dann erst sich verbreitert. Es ist ein bisschen schwieriger, da Gebäude vernünftig reinzusetzen, dass das dicht ist. Darum sieht man eben, dass die Wall weiter hinten gebaut wird, nicht direkt an der Kante der Rampe, wo man quasi den größten Vorteil von der Sicht hat. Aber das ist hier halt eben nicht so ganz zu bewerkstelligen. Aber das ist eine Designentscheidung von den Mapmakern. So, beide Mappen Stargate. Beide können also Phoenix Oracle Entscheidung treffen. Und wie man sieht, beide Seiten spielen Phoenixe. Gibt es ein Phoenix gegen Phoenix Protoss PvP? Das ist auch schon eine ganze Weile her und das wäre ziemlich lustig. Das ist ein ziemlich lächerliches Matchup, wie man ja weiß. Da ist einfach zwei Riesenhaufen an Einheiten fliegen aufeinander. Es fliegen massenhaft Laser und irgendein Haufen bleibt halt am Ende übrig. So fühlt sich das zumindest an. Es gehört ein bisschen mehr dazu, es hängt viel davon ab, quasi, wer kann gut feindliche Phoenixe schnell rausnehmen. Aber die Frage ist, ob wir das überhaupt kriegen, weil wirklich die meiste Zeit, wenn wir so eine Ausgangssituation haben, mit zweimal Stargate, zweimal Phoenix, wechselt einer von den beiden weg und will sich eben das Phoenix versus Phoenix nicht antun. Das ist ein bisschen ein spezielles Matchup. Da sieht man direkt Recall auf den Adept und ja, rausgerecallt zusammen mit dem Salad. Auch während des Lifts funktioniert das. Wenn der Recall da läuft, ist das kein Problem. Und ja, beide momentan bauen sie Phoenixe. Es war mehr, gab es auch noch einen Lift, wie man sieht. Der hat sich kurz in die Lüfte erhoben, wird wieder runtergelassen, wird eliminiert. Und somit verliert der DNS seine erste Einheit. Beide haben eine Probe verloren, beide haben eine Expansion. Insgesamt 27 zu 31 Probes allerdings. Also DNS war da fleißig am Durchbauen von seinen Probes und führt damit entsprechend ein bisschen. 10% Führung hier aktuell. Und ja, die Phoenix-Zahl wächst. Zweites Stargate bei Trigger. Wir kommen in die richtige Richtung für Phoenix versus Phoenix. Also die Anzahl wird mehr und bisher wechselt keiner raus. Da gibt es natürlich auch ein paar kritische Upgrades, die man sich dazu gönnen kann. Gerade eben Fleet Beacon und dann Anion Pulse Crystals. Weil es halt zwei zusätzliche Angriffsreichweite auf den Phoenixen gibt. Und wenn man selber das Upgrade hat und der Gegner nicht, hat man das Spiel effektiv gewonnen in diesem Zeitraum. Dann muss man es halt schaffen, einen Kampf zu suchen. Also ein Kampf auf offenem Feld mit einmal Upgrade und einmal kein Upgrade ist eine ziemlich einseitige Geschichte. Hingegen defensiv kann man ein bisschen mehr machen. Mit Schildbatterien, Schildbatterie Overcharge, mit Cannons eventuell kann man sich noch ein bisschen besser zur Wehr setzen. Tatsächlich die einzige Landeinheit, die da gegen große Massen an Phoenixe bestehen kann, ist der Archon, weil der Archon kann nicht geliftet werden und macht Anti-Air-Damage. Stalker gehen auch zu einem gewissen Maß, aber auch Stalker laufen Gefahr, dass sie eben gegen zu viele Phoenixe untergehen, weil einfach alles geliftet wird und dann nicht mehr die DPS da ist, um die Phoenixe zu killen. Hingegen der Archon, der ist nicht liftbar. Und natürlich, das andere Konterding, was man bauen kann gegen Phoenix, sind einfach Gebäude. Gebäude können von Phoenix nicht angegriffen werden, außer sie fliegen. Aber das ist beim Protoss nicht der Fall. Da passiert das nicht. Wie man eben sieht, Phoenixe cruisen hier rum auf beiden Seiten. Momentan hält sich Trigger da defensiv und auf beiden Seiten haben wir da mehr Investment. Also tatsächlich Phoenix versus Phoenix, das sieht man auch eben, genau wie angesprochen, defensive Schildbatterie, die hier mit dabei ist, um eben einen Kampf da angenehmer zu gestalten. Wir sind momentan bei 9 zu 7 Phoenixen. DNS hat also 2 Phoenixe mehr gerade. Er hat auch sonst nichts. Er hat wirklich nur Phoenixe in seiner Armee. Und die wächst auch immer noch. Beide bauen da Doppel-Phoenix mit dazu. Da sieht man schön Fluginformationen. Da kommt erst die Fleet Beacon. Also ja, es gibt tatsächlich das Commitment von DNS-Seite. Hat noch einmal kurz der Adept geliftet. Hat 2 Probes insgesamt hier gesnappt. Also eine hier vorne, eine in der Mainbase. Die Frage ist, zieht Trigger mit dem eigenen Fleet Beacon? Momentan fehlt ihm das Geld dafür, schlicht und einfach. Das Ding ist ziemlich teuer. Stattdessen investiert er sein Geld in den weiteren Nexus. Wir sind bei 46 zu 47 Probes, Phoenix-Anzahl 11 zu 10, also es ist sehr, sehr knapp. Das macht auch die Kämpfe entsprechend schwierig und auch da kommt der Fleet Beacon bei Trigger. Also wir kriegen tatsächlich mal volles Phoenix versus Phoenix.
Mal sehen, wie viel Supply da dazu kommt und wann es dann eine große Schlacht gibt. Wie man sieht, bisher sie tanzen so miteinander rum, aber ohne dass man quasi einen feindlichen Phoenix out of position erwischt, möchte man diesen Kampf nicht starten. Weil das sieht man jetzt eben. Die Phoenixe sollen möglichst geklumpt unterwegs sein, dass eben das Auto-Targeting, dass die Phoenixe nicht sicher sind, worauf sie schießen sollen, weil einfach zu viel Masse aufeinander liegt. Da kommt es dann auf wirklich Millimeter drauf an. Die Phoenixe haben natürlich ihre automatische Zielsicherung, können schießen, während sie sich bewegen. Und das macht das eben so kritisch. Wenn man einfach einen Millimeter zu nah dran ist, ist man der Phoenix, der den ganzen Schaden abkriegt. Da möchte man die möglichst auf einem Haufen gestapelt haben, dass die Rechnung so klein ist, dass man trotzdem einfach die Ziele, dass der Gegner die Ziele automatisch durchwechseln muss, wenn er da angreift. Und damit verteilt man den Schaden mehr auf seine Phoenixe und dann bleiben die eher am Leben. Alien Pulse Crystal sind 10 Sekunden da bei DNS. Was wir noch nicht hatten, ist bisher ein Attack Upgrade. Damit könnte man den Phoenix Nano tatsächlich DNS mit vollem Commitment. Er hat nicht mal Warp-Gate dazu geholt. Also Gate-Einheiten stehen bei ihm überhaupt nicht auf dem Plan. Das heißt aber auch transition-technisch wird es da eher nichts geben. Hier gibt es mal den Kampf, das sieht man sofort auch Vorteil mit dem Upgrade. Aber Phoenix Snipe war es bisher nur einer. Wenn ihr seht, ein bisschen Schaden mit drauf. Schiffbatterie kann damit helfen. Da sieht man wirklich gut den Einsatz von Alien Pulse Crystals. Ausgleich ist ein paar Sekunden, aber da ist ein weiterer Phoenix verloren gegangen. Somit ist der Unterschied bei 4 Stück. Und das ist genau das, was bei den Stalkern gerne passiert. Waren einfach hochgeliftet und Thema erledigt. Schiffbatterie Overcharge ist jetzt mitgezündet. Da verliert es auch DNS den ersten Teil der Phoenixe. Jetzt wird committed. Bisschen schön die Aufladung dann mit dabei. 14-10. Beide verlieren Schwung. 6 Phoenixe zu viel allerdings und noch 3 Probes mitgekillt. Also deutlich besserer Trade hier für DNS. Und ja, das ist einfach Phoenix versus Phoenix, vor allem jetzt mit dem Upgrade. Und okay, da kommt der Wandel raus aus Phoenix gegen Phoenix. Da kommt ein ja, ganz anderes Schiff, da kommt der Carrier. Hat natürlich den Vorteil, er hat massenhaft Hitpoints. Er tankt einiges weg, was die Phoenix hier austeilen. Vor allem, wenn man da noch Armor und Schild-Upgrades mit dazu holt, dann kann der Carrier wirklich lange leben. Nachteil ist natürlich, er ist mega langsam. Er kann mit den Phoenixen absolut nicht mithalten. Also wenn die Phoenixe draußen auf dem Feld einen Carrier finden, der ist einfach weg. Der hat keine Chance. Auch mit Recoil, glaube ich, kriegt man den nicht schnell genug nach Hause. Und es dauert einfach, diese Carrier mitten in die Armee zu integrieren, bis die mal alle gebaut sind. Vierte Basis kommt bei Trigger. Währenddessen bei ihm 2 weitere Stargates. Committed bisher weiter auf Phoenixe. Da ist jetzt aber das +1 Attack Upgrade, das mit dazu kommt. Und vierte Basis auch bei DNS mit 69 zu 68 Workern. Ja, wirklich das volle Phoenix versus Phoenix PvP. Wobei, es wird nicht dabei bleiben mit diesen Carriern. Die Frage ist eben, was ist die Reaktion von Trigger? Momentan ist sein Spielplan ist einfach mehr Phoenixe. Mit Dreifachproduktion und gleich Vierfachproduktion. Da ist noch, das ist eine feindliche Probe. Die gehört hier nicht hin. Die klaut das Vespin-Gas. Das ist tatsächlich ein smarter Plan, weil wie gesagt, ein Konto für Phoenixe sind Gebäude. Aber es ist noch ein Salad da, bei Trigger, den er nutzen kann. Für DNS wäre das schwieriger gewesen. Der hatte nämlich, bis er die Carrier gebaut hat, keine Möglichkeit, auf dem Boden irgendwas anzugreifen, ohne es zu liften. Hingegen, Trigger hatte ja noch ein paar Gateway-Units über und eben gerade der Salad kümmert sich jetzt darum. Hat auch Warp-Gate. Aber das war auf jeden Fall ein netter Gedanke. Sieht man das eben. Konter, sehr, sehr eigenwilliger Konter gegen diese Einheiten. Dem einfach, bau einfach Gebäude. Thema erledigt. Und jetzt gibt es mal den Besuch von Trigger auf der gegnerischen Seite. Da ist eine Cannon, da ist eine Schildbatterie. Da kommen dann die Phoenix hier drüber. Das sind bei 24 zu 17. Also der Phoenix gegen Phoenix-Fight ist schwierig für DNS für diesen Zeitpunkt. Aber er hofft natürlich, dass er den Phoenix gegen Phoenix-Fight lange genug ziehen kann, damit die Carrier mit dazu kommen. Die haben es jetzt auch gerade gezeigt. Und da gibt es einfach noch mehr Phoenixe. Vierfach Produktion. Noch eine Basis mit oben drauf. Also Trigger übernimmt da jetzt mehr die Map-Control, weil natürlich DNS mit seinen Carrier nicht so aggressiv sein kann. Die sind dafür einfach viel zu langsam, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das heißt, es wird immer ein paar Pops kosten. Und wird sich gleich zeigen, für wen der Spielplan hier besser läuft. Massive Phoenix hier oder Phoenix Carrier. Upgrades kommen auf beiden Seiten. Da sieht man ja auch Schild-Upgrade. Das hilft, weil die Phoenixe machen einen Doppelangriff. Das heißt, das Schild-Upgrade reduziert 2 Schaden. Der Konte kommt jetzt auch von Trigger, nämlich mit Tempest. Also es wird die Armee weiter hochgerüstet. Es gibt größere Schiffe mit dazu. Wir bleiben nicht mehr auf Phoenix Only, aber 27-14 ist halt auch eine Mörderanzahl. Gerade die 27 Phoenixe, die hier von Trigger durch die Gegend schwimmen, kann auch easy eine Minderleiter abholen. Man sieht, das Energie ist so oder so, dass die Phoenixe leben schon lange genug. Und so schnell sind da 11 Probes weg, 12 Probes weg. Jetzt kommen die feindlichen Phoenixe mit dazu. Aber da ist DNS in einer harten Unterzahl. Also das ist schwierig für ihn. 25-12, jetzt doppelt so viele Phoenixe für den Gegner und die Carrier werden dann durch die Tempest gekontert. Vierfach Produktion Tempest und eben eine neue Basis mit dabei. So, das sieht für Trigger jetzt besser und besser aus, nachdem sich DNS das so eingewollt hat mit seinen Carriern. Kam er dazu nicht viel mehr. Weiterer Kampf hier, Interceptoren, das sind neue Bestes, aber auch die Interceptoren können nämlich ziemlich schnell weggefräst werden von der Masse an Phoenixen. Das sieht man eben, dass die Phoenixe tanzen außen rum. Die Carrier sind einfach viel zu lahm für so einen Fight. Und man kann sogar die einzelnen Interceptoren hier rauslocken und jetzt einfach wieder trotzdem die Probes angehen.
Weil was will DNS bloß machen? Er kann die Phoenix hinterher schicken. Ja, aber seine Phoenix sind einfach nicht genug. Die können alleine nicht kämpfen. Und genau sowas. Ein Carrier out of position wird auch easy weggesnackt. Also diese Phoenix-Masse macht gerade einen mega soliden Job. Und nochmal ein Carrier, der hier fällt. Und die anderen Carrier mit sich schleichen einfach hinterher. Also nicht sicher, ob das für DNS die richtige Waffe der Wahl war. Ja, man kann die kritische Masse an Carrier vielleicht eines Tages erreichen. Aber trotzdem, die Verluste, die jetzt da eingefahren hat, waren wirklich teuer. 2000 Resources lost mehr. Weil das hat sein Gegner halt auch eine Basis mehr, hat mehr Probes. Und da oben kommt schon nochmal die Basis mit. Also Trigger übernimmt hier nach und nach die Karte. Und jetzt hat auch seine Tempest mit dabei. Das heißt, die Carrier müssen sie jetzt auch ein bisschen fürchten. Aber DNS hat sich selber dafür entschieden. Also es war seine Wahl, da Richtung Carrier zu gehen. Und er muss jetzt die Konsequenzen ein bisschen tragen. Da kommt ein Mothership mit dazu. Das ist auch krass, einfach zwei fliegende Protoss-Armeen. Auf dem Boden ging da nie groß was ab. Da die Probe wird ein bisschen verpasst. Die kann also noch einen Nexus bauen. Hier Phoenix Carriers sind zur Stelle. Abgezitation. Präsenz Attack auf beiden Seiten. Sein Schilde noch mit dabei. Phoenix Anzahl 22 zu 14. 7 Carrier, 9 Tempest auf dem Feld. Die Tempest haben sie nicht wirklich mit eingemischt. Und der Probe wird nochmal kurz eliminiert. Wieder mal Probes noch wir werden angegangen. Phoenix hier versuchen zurückzufighten. Technisch gesehen bessere abgezielte DNS. Ein mutiger Go da nochmal rein. Jetzt ist der Support Button da weggesnackt. Muss man natürlich auch nachbauen, kostet auch alles Mineralien. Und nochmal mehr Pops werden da weggeräumt. Ist natürlich für Trick auch so, er ist maxed. Er versucht die Phoenix dann auch noch an Rennetten zu setzen. Also er wird da wahrscheinlich keine weiteren Phoenix hier nachlegen. Und man sieht, es gibt mehr und mehr Tempest von seiner Seite. Phoenix jetzt 16 zu 12. Carrier-Anzahl bei 9 Stück. Also gerade mit 10 plus Carriern haben wir wirklich diese Masse, die alles niederballern kann. Theoretisch. Problem ist das hier. Das ist eine ziemlich massive Antwort auf diese Carrier. Mothership ist jetzt auch mit dabei. Los kann es gehen mit einer ja, sehr zentral fokussierten Schlacht jetzt. Jetzt will man sich auch den Carrier direkt stellen. Phoenix ist raus und voraus. Das Oracle wird natürlich im besten Fall einmal markieren. Verfehlt aber gerade die Armee. So kriegt sich das gerade doch. Er hat irgendwas hat er reinbekommen. Ich glaube, er hat einen Interceptor erwischt. Der Teil taucht gerade hier mittendrin auf und sorgt dafür, dass die Einheiten aufgedeckt werden. Das Orgel gibt dann noch mehr an der. Die Tempest ballen jetzt nicht mit rein. Da gab es nochmal einen Tag auf die ganzen Phoenixe. Das ist jetzt mega hilfreich für Trigger, zumal er selber auch das Cloaking Field mit dabei hat. Und da ist keine Cannon mehr im Leben. Das heißt, aktuell DNS sieht das halt nicht, was da alles auf ihn schießt. Er sieht halt das Mothership und wieder mal das, was da rauskommt. Also DNS mit großen Problemen jetzt hier an der Position. Da kommt noch das Upgrade. Tectonic Destabilizers? Tectonic Destabilizers. Halleluja, ich habe den Namen wieder drin. Und die Tempest ballern hier einfach völlig um sich. 13 Tempest, 9 Carrier, 15 zu 16 Phoenix. Aber ja, Phoenix ist jetzt eine aussterbende Art. Und man sieht man auch gerade den Carrier easy weggelöscht. Der Damage der Tempest. Es ist halt Burst Damage orientiert. Wenn die einen Volley absetzen, dann ballern die sich durch irgendein Ding durch. Irgendein Gebäude, irgendeine Einheit. In der dauerhaften DPS sind die Carrier krasser. Also wenn es wirklich um einen reinen DPS-Fight geht. Aber die Tempest können halt kiten. Von wegen Schuss absetzen, rückwärts fliegen und das wiederholen, bis der Gegner quasi nichts mehr übrig hat. Da kommt jetzt der Ansturm. Die Tempest Mann ist auch genass, kiten rückwärts, versuchen die Gegner Schneidern auszuschalten. Da gibt es den Glaube, den Phoenixen auch, um die Tempest rauszunehmen. Mothership ist gestorben, auf deiner Seite ist es noch aktiv. 9 Tempest, 6 Carrier. Carrier werden deutlich weniger, Phoenixes sind es 13 zu 19. Es sind noch sehr viele Phoenixe da für den S. Und momentan Trigger kitet weiter rückwärts, aber er kitet mehr und mehr teure Einheiten da auch raus. Das Mothership lebt aber noch. Die Tempest waren immer wenig, jetzt schippert die Overcharge mit dabei. Und der NS schlägt einmal zurück, aber wie man sieht, geldtechnisch ist es immer noch ein massiver Unterschied, weil Trigger die letzten Minuten ziemlich deutlichen Mining-Vorteil hatte. Muss jetzt halt seine Bank nutzen können. Das geht halt in diesem Matchup nicht sonderlich schnell. Die Lufteinheiten brauchen. Es sind 8 Stargates hier am Ballern und trotzdem ist es eine ziemlich zähe Angelegenheit. Sind sogar, ja, sind hier die kompletten 8, aber es sind sogar noch mehr Stargates auf dem Feld. Da ist nochmal eins mehr dabei, da ist nochmal eins. Er hat 10 Stargates, 11 Stargates insgesamt als Infrastruktur, er hat 10 Stargates. Und hier die Phoenixe, sag mal kurz Hallo zu der neuen Basis. An der Seite, mehr Phoenixe werden nachgebaut. Hier ebenfalls einfach Probes aus dem viele Schildbatterien dorfen, dass es quasi da einen Kampf gibt. Wir sind bei 81 zu 66 Probes. Die Phoenixe hier wollen weitermachen. Dann kommt die Tempest hier rüber fürs 100, die Phoenixe nochmal zu bekämpfen. Bisher nicht. Probes werden einfach dem Schicksal überlassen. Auf beiden Seiten. Weil die Armee, die eigene Hauptarmee, nicht schnell genug ist, um irgendwie zu reagieren, außer vielleicht mit einem Recall. Da wieder mal Go auf die Tempest. Schipper, die Overcharge wurde bereits verwendet. Die Phoenix fräsen sich hier durch. Plötzlich hat Trigger hier die Probleme. Er hat immer noch Geld, aber wie gesagt, das Bauen der Einheiten dauert ziemlich lange. Eigene Phoenix kommen jetzt mit dazu. Da gibt es nochmal einen Time Bomb mit oben drauf, der natürlich auch die Angriffsgeschwindigkeit schwächt. Und das sind nicht viele Carrier am Start. Mit insgesamt hier 3 Stück und noch ein 4. Aber momentan fehlt dann einfach die Feuerpower für Trigger, um das loszuwerden. Mothership kriegt jetzt mega viel ab und das Mothership wird es nicht schaffen. Weitere Rückzug hier, aber hier hinten sind keine wirklich Schildbatterien. Das ist nicht die Basis, an der Trigger eigentlich kämpfen wollte. Supply ist jetzt sehr, sehr knapp.
mehr Phoenixe waren gebaut. 12 zu 20 in den Phoenixen. 4 Carrier noch, 7 Tempest noch. Tempest war das eigene Schiff. Der Overcharge ist nochmal mit dabei. Nochmal ein Carrier, der angeschlagen ist. Carrier geht drauf. Noch 3 Carrier, noch 2 Carrier. 9 zu 18 Phoenixe momentan. Phoenixe werden nachgebaut. Weitere Carrier fallen hier. Der letzte Carrier wird gleich auseinanderfallen. Und Carrion ist nichts mehr übrig. Kann Trigger hier diese feindlichen Phoenixe stoppen. DNS hat er auch nicht mehr. So viel Supplies auf beiden Seiten hart getroppt. Mit 99 zu 111. Also sie können sich diesen teuren Kampf einfach nicht dauerhaft leisten. Die Tempest werden weiterhin niedergefahren. Und das Problem für Trigger ist tatsächlich, er kriegt diese Lufteinheiten nicht gebündelt. Er kann zwar noch welche bauen, aber er bräuchte das quasi in einem Verbund, um das vernünftig nutzen zu können. Stattdessen fehlt jetzt mehr und mehr und mehr Probes. Hat noch 41 übrig. Das heißt, seine Basen laufen, kaum noch mehr Reinforcements unterwegs für den Nest. Erst sind wir wieder zurück bei Phoenix versus Phoenix angekommen, lustigerweise. Nachdem die teuren Einheiten alle vernichtet wurden. Da kommt noch ein Mothership für Trigger. Aber mal gucken, ob das überhaupt die Lösung bringt. Ein Stalker ist noch mit dabei, der hat da nicht viel zu melden in der Situation. Upgrade-Situation hat er auch mit reingespielt. Also die Phoenixe von DNS einfach mit plus 3 Attack haben deutlich mehr Schaden gemacht. Der Rest der Upgrade zwar ausgeglichen, aber das plus 3 tat ordentlich weh. Und er wird einen Upgrade-Fortpile beibehalten, weil er gleich plus 2 Armor und sein Gegner hat noch nicht plus 3 Attack. Mehr Probes sterben. 50 zu momentan 66. Hier nochmal die Phoenixe mit einem Counter-Attack, aber selbst in den Cannons tut das schon weh bei so wenigen Phoenixen. Tatsächlich, dass Trigger so wenig in Cannons investiert hat. Ihr seht, sehr viel Geld in den Schildbatterien gepumpt. Cannons hat er nicht viele, aber er hat natürlich auch erwartet, da kommt ihr Carrier als Phoenixe auf ihn zu. Und gegen Carrier können die Cannons nicht viel anrichten. Also haben wir somit erstmal Worker dezimiert gehen lassen. Hier wird es noch mehr an. Ja, jetzt sieht es für Trigger wirklich katastrophal aus. Er war mal in so einem guten Zustand. Der Mining-Schwung elegant über 3000 von plus 1600 zu minus 1600. Also DNS führt jetzt im Mining deutlich, führt im Army Supply deutlich und cruist hier durch die Lüfte und denkt sich, jawohl, Phoenixe sind einfach die Einheit. Und baut jetzt aber auch wieder Carrier wieder zu, sechsfach sogar, weil es sich leisten kann. Also für Trigger sieht das mehr oder weniger nach Anfang vom Ende aus. Er hat einfach kaum noch Probes, kaum noch Income, kann nicht vernünftige Army Supply mobilisieren. Er hat gerade mal ein Drittel an Phoenixen, also das wird beim besten Willen nicht reichen. Was er hat, ist ein Mothership. Der Stalker macht auch nichts, dieser letzte Mann auch nichts. Also das wird eher problematisch bis unmöglich, diesen Kampf zu gewinnen. Zumal auch immer noch ein Upgrade hinten ist. Sobald es also auf Armor geht, die Phoenix alle ziemlich angekratzt. Und jetzt hat man die gegnerischen Phoenixe gesehen, die werden verfolgt. Verfolgung ist angesetzt. Jagen, bis die keine Fluchtmöglichkeit haben. Recall wird genutzt, aber selbst das killt zwei Phoenixe. Zwei Phoenixe, die sich Trigger nicht wirklich leisten können. Das ist jetzt 100 Supply hinten. Und denke, ist nur noch eine Frage der Zeit, weil es gibt Situationen, von denen kommt man dann nicht mehr zurück. Und das scheint sehr stark so eine Situation zu sein. Dass das Mothership jetzt alleine, das wurde auch kurz gesehen und das wird nicht lange leben gegen die Masse. Recallt nochmal selber, aber kommt nicht mehr durch, wird weggeflext. Und mit nur noch 8 Phoenixen, die Trigger übrig hat, nur 40 Probes, Tendenz fallend, gibt es da einfach, noch was retten kann. Er will noch nicht aufgeben, er hat immer noch ein bisschen Hoffnung, aber ich würde sagen, wir sehen die Zahlen. Die Hoffnung ist effektiv, ja, unnötig. Da macht er sich falsche Hoffnungen, das bringt nichts. Da drüben kommen jetzt nämlich die Carrier mit an, das heißt die Infrastruktur wird jetzt auch zerstört. Die Phoenixe starten, mal ein Counter-Attack, mal ein bisschen was kaputt. Aber selbst ein Gebäude kann Trigger nicht killen, das heißt eine Base-Trick gewinnt er nicht. Er hat buchstäblich keine Einheit, die gerade ein Gebäude beschädigen kann. Theoretisch seine Probes, aber bis Probes ein Gebäude kaputt kriegen, da müssen wir nicht drüber reden. Und somit ist es das GG, das 1-0 geht dann doch an DNS. In der Anfangsphase seiner Carrier hat er ein bisschen mehr Probleme, da hat Trigger mehr die Kontrolle übernommen, aber dann tatsächlich im langgezogenen Fight Tempest gegen Carrier kam DNS als der Sieger hervor, einfach auch, weil seine Phoenixe mehr Schaden gemacht haben und sich mehr und mehr Einheiten gesnackt haben. Sieht, wie das dann krass auseinanderging. Und somit ein bisschen bitter für Trigger, der hat bis dato eigentlich einen ziemlich guten Kampf geliefert. Nur eben hier ist es dann auseinandergefallen im Kampf. 23 Tempest verloren, 12 Carrier gesniped, 115 zu 93 Probes. Das sind bei, man sieht, kein einziger Nexus gestorben. Generell wenig Gebäude, aber halt massig Probes, weil Phoenixe waren auch am Start. Mal gucken, ob die beiden mit Phoenix versus Phoenix weitermachen. Und noch eine andere Karte. Nummer 2, Inside and Out. Bisschen breite Mainbase. Es gibt eine Reaper-Sprungkante. Sogar zwei, also kommt man relativ gut rein. Die dritte dafür direkt angeschlossen. Direkt unterhalb der Mainbase. Hat einen eigenen Highground wieder mit einem ziemlich breiten Eingang, habe ich hinten rein. Man hat den Lowground. An was erinnert mich die Karte? Wir hatten eine kürzlich im Pool. Oder eine letztens, die ich letztens erst gecastet habe. Aber genau diese Konstellation mit einmal dieses Loch quasi vor Eingang Netspell oder dritter Basis haben wir nicht zum ersten Mal auf jeden Fall. Also es ist eine interessante Konstellation, wie man das sein Gebiet quasi abstecken kann. Cool wäre es natürlich, wenn man eben irgendwie schafft, das hier zu halten oder irgendwie auch die Kontrolle über das zu haben. Dann hat man hier eine riesen Fläche und könnte das theoretisch rüberziehen bis hier. Man hat dann seine vier Basen mit relativ schmalen Eingängen, wobei halt jeder Eingang verbreitet werden kann durch die Felsen. Das macht die Sache dann eher ein bisschen komplizierter. Ansonsten weiter nach außen gibt es noch weitere Basen.
Luftraum um die Bases rum. Gar nicht mal so viel. Einzig hier kann man gut was abstellen. Relativ unentdeckt abstellen, also da geht schon was. Und wie wir hier sehen, wir haben erstmal einen Pylon-Block am Start. Stargate Opener wieder auf beiden Seiten. Beide auch mit diesem Pylon-Block aktiv. Ziehen den durch. Die Frage ist, gibt es uns aber nächstes Mal. Hier wurde gecancelt. Trigger hat sein abgebrochen. Und die Probe wird noch weiter verfolgt. Versucht die Nummer am Pylon zu setzen. Tatsächlich, sie setzt nochmal einen. Der Einzelhead ist nicht genügend DPS, um den klein zu kriegen. Man sieht, er macht zwar Schaden, aber die Hitpoints gehen gerade trotzdem erstmal noch hoch. Das heißt, er kommt nicht ganz hinterher. Die Probe hilft dann nochmal aus für ein bisschen mehr DPS, dass man das Ding dann doch klein bekommt. Die Probe macht da doch einiges. Und damit ein weiterer Cancel. Nexus trotzdem noch verzögert. Währenddessen hier, da gab es genau dieses Follow-up, dieser Zusatzblock mit einem Cybernetics Core. Und der regeneriert auch richtig schnell Hitpoints, weil er halt insgesamt auf 550 landet. Und gleich viel kostet wie ein Gateway das auf 500. Das sind nochmal 100 Hitpoints mehr, durch die man durch muss. Und eben die ticken sehr, sehr schnell hoch. Es dauert sich da durchzukämpfen. Die Pro nochmal abgefangen, Stalker, Salad gehen jetzt rüber. Also DNS versucht mehr Druck zu machen. Doppelstalker hier auf der Gegenseite, Triple-Stalker im Bau. Nicht sicher, ob er da noch so viel machen kann, aber ja, der Cybernetics Core nervt natürlich megamäßig. Währenddessen hat DNS seinen eigenen Nexus schon unterwegs. Cybernetics Core wird auch tatsächlich durchgezogen. Jetzt die letzten 400 Points muss man auch noch runterschießen. Kostet dafür natürlich auch die vollen Mineralien. Da wird jetzt einmal ein Phoenix gebaut bei DNS und Oracle wird gebaut bei Trigger. Vor allem man sieht das, man sieht den Umriss im Stargate, was für ein Einheit produziert wird. Das heißt, DNS konnte da schon quasi direkt, weil er die Info hat, was der Gegner da gebaut hat. So, ansonsten, was haben wir sonst basentechnisch noch was Interessantes? Das sind, glaube ich, alles normale Basen. Und hier in der Mitte tatsächlich ein Landstrich, ziemlich breiter Landstrich, ohne irgendwelche Bases. Aber es sind alles die 8 Mineralienfelder, 2x Vespingas-Basen. Also nichts irgendwie Spezielles, keine Xel'Naga-Tower. Also relativ unspektakuläre Karte, kann man da fast sagen. Erstmal Oracle versucht sich außenrum zu schleichen und hoffen, dass es dann nicht auf einen Phoenix trifft. Weil man weiß ja, der Gegner hat einen Stargate gebaut und hat auch die Scouting-Infos. Also Trigger weiß, dass DNS weiß, dass dann Oracle kommt. Ist die einfache Fassung davon und somit versucht er das irgendwie am Leben zu halten. Rudert das tatsächlich auch nochmal zurück, weil er eben nicht weiß, wo sind die Phoenixe. Ist da ein bisschen auf dem Blindflug, aber will halt sein Oracle nicht riskieren, dafür ist es zu teuer. Geht jetzt direkt auf Blink. Also mit Phoenixen gibt es da nichts weiter. Ja, das sind DNS. Drei Phoenix, aber auch drei Stalker auf dem Feld. Geht ebenfalls auf Blink, also das wird ein anderes Game abgeben. Da gibt es nochmal den Scout, das sieht man hier. Oh, das ist wieder bitter. Die Phoenix machen einen sehr, sehr guten Job gerade. Ja, sieht den Darkschwein. Fliegt auch extra nochmal im Pylon vorbei, so wegen einmal kurz präsentiert. Ich weiß, dass du dann Darkschwein gebaut hast. Die Frage, Trigger, den würde dann ja fast nicht behalten, oder? Momentan zieht er immer noch durch. Hat ihn noch nicht gecancelt. Müssen wir abwarten, was er dann daraus noch machen möchte. Aber immer noch im Bau, das Gebäude. Könnte theoretisch auch Archons mit dazu holen. Wäre natürlich auch eine Option. In einem Blinkstalker gegen Blinkstalker-Fight so eine Wand an Hitpoints mit drin haben. Könnte ein bisschen was bringen, aber ist trotzdem ja schwierig, wenn der Gegner die Infos schon hat. Robo gibt es auf der Seite von DNS. Fliegt eben mit seinen Phoenix weiter durch die Gegend. Ansonsten bisher nicht so viel passiert. Und jetzt geht's mal noch an die Probes. 41 zu 40, gerade der Worker-Count. Es ist Trigger, der einfach rausläuft. Sein Blink wird ja bald fertig. Sein Darkschwein hat er immer noch im Bau tatsächlich gerade. Und er hat nichts zu Hause, um die Probes zu schützen. Dieser ein Stalk ist einfach zu wenig. Dafür geht's eben in den Angriff über. Oracle mischt sich auch mit ein, aber da stehen die Einheiten parat. Man bräuchte jetzt natürlich eine Mortal zum Kontern. Nein, erstmal gibt es einen Observer und hier soll dann Angriff folgen. Ja, die Stalker wollen mal Hallo sagen. Blink-Vorteil, zeitlicher Vorteil ist nicht so riesig. Und Schildbatterie ist auch mal dabei, somit direkt wieder Rückwärtsgang hier für Trigger. Phoenix einfangen kann er noch nicht. Baut stattdessen jetzt eine dritte Basis mit dazu. Stalker sind wieder mal unterwegs. Und jetzt ist Blink da, aber nur auf einer Seite. Jetzt muss den Eskalade aufpassen, das ist seine schwierige Phase. Verliert fast einen Stalker, aber kann sich nochmal auf den Highground retten. Keine Sicht dafür, Trigger, hat da keinen Observer, keine Hallucination. Währenddessen kommt jetzt hier ein Oracle von DNS rüber und versucht noch Schaden zu machen. Ist eine Schildbatterie hier? Ja, es ist eine Schildbatterie hier. Das heißt, Stasis Ward wäre eher geplant und hier geht's jetzt rein. Tatsächlich lifts auf die Stalker und versucht da durchzupushen gerade. Link-Ausgleich ist da, Stalker-Anzahl ist größer bei Trigger. Da kommen noch ein paar nachgelaufen. Die Phoenix haben keine Linie mehr für Lifts. Haben am Anfang das schon versucht, aber den Kampf verliert DNS erstmal. Hat währenddessen nochmal zwei Probes, ne, er hat zwei Probes verloren, er hat nicht zwei Probes rausgenommen, das Oracle hat nichts rausgenommen, weil eben hier die Schildbatterie dabei und da gab es auch einen Warp-In an Stalkern. Darkschwein wurde durchgezogen, wurde aber nicht verwendet, Recoil wird gerade genutzt und zwar auf das eigene Oracle.
Und hier wird natürlich eine dritte Basis gerade abgekämpft. Eine weitere Probe wird gesniped und somit die dritte von Trigger hat einen massiven zeitlichen Vorteil. 45 zu 45 Probes. Das Oracle wird das auch gleich bestätigen können. DNS sieht das. Oh, okay. Der hat eine fast fertige dritte. Das ist nicht so cool, ein paar Probes mitzunehmen. Aber selbst dann, Trigger mit Dreifachproduktion kann da eigentlich easy nachlegen. Und hier sniped es sogar noch das Oracle mit dem Blink. Also gut abgefangen. DNS hat dafür eine Mortal, so steht defensiv jetzt wieder ein bisschen besser da im direkten Kampf und wandert mal raus, um den Darkschwein zu eliminieren. Ja, macht sich auf die Reise, dauert ein bisschen, ist ein bisschen weiter draußen das Gebäude. Insgesamt aber trotzdem für Trigger sieht das noch recht ordentlich aus. Und als nächstes Forge und weitere Gateways bei DNS. Trigger hat schon Charge plus 1 Attack unterwegs und macht sich auch um die ganze Stange in weiteren Gateways. Das Oracle Blau nimmt nochmal 3 Probe Kills mit, wird es aber hier nicht mehr weit überleben. Versucht mal ein Stasis Ward, aber nicht schnell genug. Oracle ist damit erstmal erledigt. Als nächstes gibt es ein Warp Prism. Und eben die neuen Gateways, die online kommen. Das heißt, nächste Warp-Runde wird ziemlich massiv und dann Blinkstalker Zealot-Angriff. Tendenziell von Trigger. 51 Probes hatte gerade, Vespinga schnappt das sich eben an seiner dritten nicht. Und wie man sieht, er hat aufgehört, Probes zu bauen. Ja, da kommen nochmal 2 Gateways. Er pusht jetzt mit Blinkstalker und Charge Zealots. Sein Attack wird dann auch noch mit dazu kommen. Versucht eben gerade den Timing zu nutzen. Kriegt den feindlichen Observer auch gerade geschenkt. Hat das Warp Prism schon auf dem Feld. Und damit hat er eigentlich alles parat, um loszulegen. Die Frage ist eben, aus welchem Winkel greift er an? Charge ist drauf. Und eventuell das Warp Prism könnte noch eine Solo-Aktion starten. Es sind noch ein paar Phoenixe, die da die Mainbase beschützen. Mainbase bewachen. Probes im Transfer werden ein bisschen weggeschossen. Und wir sind bei 15 zu 17 Stalkern. Aber eben die Zealots. Die Charge Zealots sind jetzt das große Problem für DNS. Kann er die gut stoppen? Muss natürlich trotzdem rückwärts blinken. Force-Effekt gesetzt hat keinen so großen Effekt. Das 1 Attack kommt gleich noch mit dazu. Dann hat da Trigger nochmal einen Upgrade-Vorteil mit dabei. Neue Zealot, weil er ist mit am Start. Versucht jetzt Richtung Natural zu kommen. Phoenixe wollen sich mit einmischen. Die Sentries werden da ziemlich schnell weggefarmt. Die können sich natürlich nicht so schnell bewegen. Warp Prism wird angegangen. Warp Prism wird aber jetzt beschützt von den Stalkern. Blinken kurz drüber. Die Zealots währenddessen werden ein bisschen weggekitet. Da ist der Blink auf das Warp Prism. Warp Prism wird gesniped. Aber es sind noch Zealots da. Es sind noch ein Haufen Stalker da. Der Mortal gibt sein Bestes. Die Zealots sind jetzt alle weg von Trigger. Das heißt, jetzt kämpft er mit den Stalkern alleine. Versucht wieder durchzuarbeiten. Kommt aber nicht ganz durch. DNS hält das erstmal. Neues Warp Prism ist im Bau. Und natürlich Upgrades werden dann ausgeglichen. Hier, okay, Stalker ist nochmal frech. Wollen aber ein paar Kills haben. 57 zu 51 Props jetzt für Trigger. Wird das gerade schwieriger. Jede Sekunde, die jetzt da verliert, ist für ihn problematisch. Charge-Ausgleich ist bald dabei. Hat gerade noch einen Schwung mehr an Armen zu sein. Das möchte nutzen. Der Mortal wird direkt geschossen. Damit die Schilder wechseln. Der Mortal wird gefokust. Der Mortal ist down. Jetzt sind also nur noch Stalker auf der Seite von DNS gegen Stalker Zealot auf der Seite von Trigger. Neue Zealot zu warten mit reingeworfen. Attack-Upgrade-Vorteil ist immer noch im Spieler in Blau. Warp ist natürlich noch nicht mehr dabei. Aber die nächste Welle Zealot ist einfach rübergelaufen. Es sind nicht mehr viele Stalker auf beiden Seiten. Aber Schildbatterie, ja, die ist leer. Overcharge wurde gerade gezündet. Der hilft nochmal. Der stabilisiert. Trigger ist im Supply vorne. Man sieht, da hat DNS Schwierigkeiten schon mit der Verteidigung. Er hat den Overcharge da rechtzeitig genutzt, um sich da halten zu können. Aber jetzt ist das Warp Prism wieder mit dabei. Also jetzt kommt gleich das nächste. Dann schnell das Reinforcement kommt jetzt mit dazu. Und DNS hat immer noch Schwierigkeiten, sich hier zu halten in der Position. Schwierigkeiten, das zu stabilisieren. Man sieht, nochmal Zealots, nochmal Stalker wieder drauf auf die feindlichen Stalker. Schildbatterie ist jetzt komplett out of energy. Da ist nichts mehr. Da ist auch kein Overcharge gerade mehr verfügbar. Neue Warpen wird gezündet. Aber es sind noch so viele Zealots da hier auf der Seite von Trigger. Kann DNS sich da irgendwie durchkeiten? Er versucht sein Bestes, mal zwischen seinen Mineralienfeldern durch. 8 Stalker zu 11 Stalker, aber 3 Zealots zu 12. Die Zealots-Masse ist hier wirklich das, was den Unterschied macht. Das, was hier den Ausgleich macht für Trigger. Schnappt sich hier das 1 zu 1 nach 10 Minuten. Ja, erstes Warp Prism verloren war ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem hat nicht nachgegeben und hat eben in dieser Phase ein bisschen mehr Army Supply und hat das direkt genutzt, hat den Immortal dann doch bekommen, endlich mal. Und ab da ging es für ihn dann quasi aufwärts. Also nachdem die starke Einheit nicht mehr mit dabei war, Shipper, die Overcharge dann auch eingesetzt wurde. Und somit kriegen wir da eine Decides-Karte. Und nochmal eine neue Karte. Entscheidung ist auf Waterfall. Und die ist tatsächlich zweigeteilt im Design, wie man sieht. Einmal die Gelb-Brauntöne im Süden und einmal die Weiß-Grautöne im Norden mit dem Hauch Orange, also die, wie heißt denn der Stil? Purifiers Protostil? Hat auf jeden Fall einen eigenen Namen, das Ding. Wieder aber auch, wie man sieht, dieser Low Ground for the Natural mit dritten Basen an den Seiten, einmal for the Main, einmal an der Seite. Auch noch eine durchsichtige Brücke, die da mit dabei ist. Hier keine Felsen tatsächlich, keine Felsen und keine Selnaga Tower. Dafür eine Flussquerung. Auch mal süß, dass das mit dabei ist. In der Mitte ist nämlich sehr viel Grün. Und wie man sieht, Randbasis mit Bonus-Vespingas, das gibt es auf beiden Seiten, die Rest sind volle Basen. Das heißt, man hat da 3, 5, 6 Basen tendenziell pro Spieler. Verhältnismäßig klein also die Map auch, ist es nicht mega riesig.
und hat eben nicht so viel an Basen zu bieten. Also ein bisschen was anderes, aber halt komplett ohne Felsen. Das sieht man tatsächlich selten heutzutage, dass eine Karte komplett ohne das auskommt. Die sieht man eigentlich wirklich ständig. Und wir haben wieder mal ein bisschen Nerven an der Expansion, aber Nexus 1 ist unterwegs, Nexus 2 wird auch gleich unterwegs sein. Und ein weiteres Mal von beiden Spielern kommt das Stargate. Ich meine, das ist jetzt nicht die größte Überraschung. Stargate ist immer noch der beliebteste Opener. Die beiden werden sich jetzt von hier wieder hochspielen. Mal gucken, ob da unterschiedliche Einheiten gewählt werden. Stargate von Trigger ist ein bisschen schneller, baut da einen Phoenix, wurde aber auch gesehen. DNS ist mit seiner Probe da reingegangen. Das heißt, er hat einmal gescoutet, was da gebaut wurde. Phoenix ist in Kürze fertig. Damit gibt es auch einen Phoenix bei DNS als Antwort. Und das ist ungünstig. Da wird der Stalker geliftet. Zellets battlen sich. Eine Stalker kann aber gerade nicht mitkämpfen. Das macht die Sache alles etwas schwierig. Ja, Stalker hat jetzt deutlich weniger Hitpoints, wird den Kampf nicht mehr gewinnen. Der Zellet-Kampf könnte theoretisch noch gewonnen werden, aber der kann auch weglaufen. Dann kann sich der Stalker drum kümmern. Da versucht man den letzten Schuss abzusetzen. Und um die Kurve geht eventuell... Gott, es ist knapp. Jetzt kommt der Konter-Phoenix mit dazu. Aber der Stalker ist halt mega angestackt. Aber nein, Trigger zieht sich da zurück. Und wenn das dann nämlich ein bisschen selbe Probleme in seiner Main. Versucht die Probes da drauf zu schicken. Liftet das Kind jetzt auch. Aber ist gerade nichts da, was irgendwie Schaden macht. Okay, zweiter Phoenix kommt mit dazu. Zellet wird eliminiert. Also die Early Game... Nein. Oh, das ist bitter. Das ist mega bitter. Da ist der Lift ausgelaufen, einen Augenblick bevor der Zellet draufgegangen ist. Und dann konnte der Phoenix nicht mehr angreifen. Dafür ist noch eine Probe gestorben. Also das war etwas nervig hier für den Spieler in Blau. DNS währenddessen sammelt weitere Phoenix. Ja, okay. Und ich meine, zweites Stargate. Phoenix-Produktion läuft. Das hatten wir ja schon mit den beiden. Mal gucken, wie das dieses Mal ausgeht. Da werden die beiden jetzt erstmal eine Runde Phoenixe bauen mit so... 6-7 Stück wird man sich da mal rauswagen. Also die Anzahl wird jetzt noch ein bisschen steigen. Mal sehen, wer da den ersten Schritt macht. Es ist Trigger, der den ersten Schritt macht. Schickt doch seinen Stalker mit, um da ein bisschen Präsenz zu zeigen. Und Phoenixe treffen auf Phoenixe mit einem Stalker im Schlepptau. Erster Schaden ist besser für den Spieler im Blau. Ne, jetzt kriegt er selber mehr Schaden. Da muss aufpassen, weil sobald der erste Phoenix stirbt, fällt das ein bisschen auseinander. Phoenix ist gestorben. Wir sind jetzt dabei 4-3, 3-3. Es wird immer weniger 2-3. Das ist genau das, dieses Absammeln. Damit eine richtig frühe Phoenix-Entscheidung hier. 2-0. Stalker wird geliftet. Und der Stalker ist ebenfalls weg. Und so schnell verliert man das Early Game. Und damit hat Trigger jetzt nämlich Armingsplatinisch nichts mehr, was er gerade aufbieten kann. Phoenix ja aufholen wird auch nicht unbedingt leichter, weil der Gegner hat die gleichen Produktionskapazitäten. Das heißt, da kommt auf beiden Seiten doppelt Phoenix und man ist halt jetzt ständig Phoenixe voraus. Und somit kann sich Trigger gerade nicht mehr rausfragen. Er hat es versucht, aber der 5 hat deutlich mehr kassiert in diesem Kampf. 5 Phoenixe zu 3 und hat selber den Stalker verloren. Und jetzt geht DNS auch ein bisschen zum Angriff über, versucht da mehr Druck zu machen. Hat er auch ein paar Probes mit dazu mehr. Also das sieht jetzt für DNS alles eigentlich recht gut aus. Mal sehen, wie die nächste Phase managt. Jetzt nämlich die Defensivposition für Trigger. Kann also Schildbatterie eventuell mitnutzen. Da sieht man ja auch, Schildbatterie ist mit dem Einsatz. Der Stalk wird da vorne alleine geliftet und wird prompt eliminiert. Phoenixe konnten nicht wirklich helfen. Gegen die Schildbatterie zu kämpfen, macht in der Anzahl nicht so viel Sinn. Ich versuche jetzt, sich da noch einen Kill irgendwie zu schnappen. Dafür DNS mit der dritten Basis unterwegs. Also er versucht jetzt einfach... seine Economy weiter voranzubringen. Phoenixe treffen noch auseinander. Das ist immer noch die Überzahl für DNS. Und dann sind es bei einem 6-4. Noch angeschlagen Phoenixe mit der. Okay, schöner Snipe hier. 7-3. Das wird schwieriger. Das wird wieder schwieriger. Overcharge wird auch gerade schon genutzt. 4-7 jetzt. Aber DNS hält sich hier sehr, sehr gut. Hat einen Vorteil am Laufen. Hat die schnellere dritte Basis. Mehr Probes. Keine der beiden hat mehr eine Einheit auf dem Boden. Probes technisch gesehen schweben auch. Also die laufen auch nicht über Boden. Die hovern. Die chillen da so ein paar Zentimeter in der Luft und wir haben den Fleet Beacon jetzt auch bei DNS. Er ist halt in allem da einen Schritt voraus seinem Gegner nach diesem Early Game. Da kommt ein drittes Stargate bei Trigger, also er möchte in der Phoenix-Anzahl aufholen. Aber dafür wird er natürlich dann das Problem mit Anion Pulse Crystals kriegen. Weil selber ohne Fleet Beacon, ohne das Upgate, werden die Kämpfe ziemlich unangenehm. Das hatten wir in der ersten Karte schon ein bisschen, aber da war der Ausgleich dann doch relativ zügig mit dabei. Das hier wird ein deutlich größeres Zeitfenster abgeben. Der hat einen Trigger einfach versucht, mit mehr Phoenixen irgendwie agieren zu können. Wenn er genügend Masse hat, ist das Upgrade dann auch nicht mehr so wichtig. Man sieht auch hier schon das Stapeln. Phoenixe auf einen Haufen setzen und dann hoffen, dass man dem Gegner einen Phoenix wegsnipen kann mit einem vollen Volley. 12-8. Und ja, das annähern, aber man traut nicht ganz. Schildbatterie hilft natürlich auch mit aus. Da geht überraschend viel Micro-Rennen. Man muss wirklich viel und aufpassen, wie man klickt, dass die vernünftig gestackt bleiben. Man sieht das, sobald man die Moment aus den Augen lässt, schieben die sich direkt wieder auseinander. Die wollen nicht zusammenkleben bleiben, da haben die Phoenix eigentlich keinen Bock drauf. Und da sieht man eben, das Upgrade ist unterwegs. Anion Pulse Crystals jetzt noch 30 Sekunden.
Dritte Basis auf beiden Seiten läuft. Mehr Probes für DNS. Da kommt sein drittes Target. Also er wird, wie gesagt, die Anzahl wird schwieriger. Dafür hat er aber halt gleich das deutlich krasse Upgrade. Er kann dann wirklich Kreise um seinen Gegner fliegen. Mal sehen, ob Trigger das gelöst bekommt. Ich meine, defensiv mit Schildbatterien kann man da eventuell schon was machen. Problem ist, momentan in der dritten hat er noch keine Schildbatterie. Er baut da gerade dran. Denn es legt auch zwei Stargates nach und eine Pulse Crystals ist jetzt online. Jetzt kann er in den Kampf gehen und sofort geht es auch voran. Und gerade eben hier ohne Schildbatterie ist der Kampf für DNS natürlich viel, viel angenehmer. Er muss dann einmal eben gucken, dass er außerhalb der Reichweite des Gegners bleibt und dann rückwärts kitet. 13 zu 14 Phoenix, ja. Also anzahltechnisch ist es wirklich sehr, sehr knapp, aber das Upgrade ist mit dabei und spielt eine Rolle. Damit, man sieht es auch, Trigger versucht, den Gegner voll reinzufliegen, damit eben selber auch angreifen kann. 14, 13, die Trades am Ende sehr, sehr ausgeglichen. Aber DNS lässt jetzt hier nicht locker schippern, sind jetzt mit dabei, aber auch ein paar Props werden dabei leiden. 56 zu 71. Ich muss damit die Unit-Anzahl aufhalten, weil durchzählen kann man das beim besten Willen nicht. Und ein weiterer Kampf kommt. Rückwärtskiten. Nein, da gibt es keine Rückwärtskiten mehr. Trigger ist jetzt drin und hält jetzt voll drauf, versucht den Kampf dadurch zu gewinnen. Aber wie man sieht, er kommt nicht dazu. Er flitt da mehr und mehr. Jetzt wird er gejagt und jetzt hat er die schlechtere Range. Jetzt wird das umso schwieriger. Er wird weitere Phoenix definieren. Hat jetzt 5 zu 10. Hat jetzt die Schildbahn hinten, aber massiv wieder in der Anzahl rückständig. Und vierte Basis kommt schon bei DNS. Der hat mehr Probes, der hat die bessere Eco und kann jetzt nochmal ein paar Probes mitnehmen und kann eventuell auch ein Stargate abkämpfen. Das ist auch mal ein bisschen gefährlich. Man sieht, dass er hat neue Phoenix gespawnt und weg ist er auch schon. Konnte gar nichts bewirken. Plus 1 Attack auch unterwegs bei DNS. Also für den wird das Game gerade besser und besser. Bringt sich weiter nach vorne. Trigger will sich hier noch nicht aufgeben. Er versucht nochmal den Kampf. Aber jetzt ist halt schon 6 Phoenix weniger. Er hat das Upgrade nach wie vor nicht. Und er fällt jetzt auch in der Phoenix-Anzahl wieder zurück, weil DNS hat jetzt sein viertes Stargate am Start. Bessere Eco, besseres Army Supply, bessere Upgrades. Gibt wenig, was für Trigger gerade noch spricht. Außer eben die Defensivposition mit Schildbatterien. Die muss er irgendwie so gut es geht ausnutzen können. Aber dann muss ihm DNS halt quasi auch einen schlechten Fight ein bisschen schenken, dass das funktioniert. Das ist alles andere als einfach. Ja, 18 zu 11, das wird eben nur noch kritischer. Nochmal eine Probe, die stirbt, 20 Probes Unterschied. Die Phoenixe werden in die Mainbase gejagt und die dritte wird dafür abgeräumt. Damit der Probe-Unterschied wird noch krasser. Und weitere Phoenix aus der Produktion wird direkt rausgenommen. Ich denke, da blutet Trick einfach gerade nach und nach aus. Er versucht mal da kommt deswegen seinen Jump auf die Phoenix, aber der ist schon so viel weniger. Overcharge wurde nochmal verwendet, aber wirklich die Anzahl ist zu wenig. Die Feuerpower ist zu wenig. Und damit kommt er damit nicht durch. DNS gewinnt das Ding am Ende mit einem 2 zu 1 hier mit den Phoenixen. Haben da ja viele lustige Sachen in der Luft gesehen. Vor allem mit der ersten Karte, das war jetzt eher bekanntes Phoenix-PvP. Also so, das habe ich in der ersten Map angesprochen, dass es so läuft. Es schwingt halt sehr schnell außer Kontrolle und dann ist es mega schwierig, da wieder ranzukommen. Trigger hat sich da Mühe gegeben, aber da war am Ende nicht mehr viel, was er machen konnte. Ist einfach weiter und weiter zurückgefallen. Da hat man in der ersten Map da ein bisschen mehr Varianz davon gesehen. Und damit, das war's mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.